Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen im Namen der Akademie Graz, deren Leiterin ich bin. Astrid Kuhr ist mein Name, im Namen meiner Kooperationspartner Wirtschaftskammer Steiermark und Karl-Franzens-Universität Graz. Herzlichen Dank an die anwesenden Herrn Dr. Jaklitsch und Herrn Dr. Schinagel. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Kürzlich ergab eine Umfrage, was denn die wichtigste Innovation und die beste auch vor allem Innovation seit den 80er Jahren, seit den 1980er Jahren denn sei. Die Antwort war einhellig: Es ist das Internet. Die digitale Welt hat inzwischen seit diesen Jahren in unserem Alltag sehr stark Fuß gefasst, auch wenn wir es nicht immer merken. In den politischen Programmen schlägt sich zwar noch kaum nieder, aber nichtsdestotrotz sind wir mit großen Umbrüchen in dieser Zeit konfrontiert. Es sind regelrechte Paradigmenwechsel, die auch zu tun haben mit den Denkmodellen, die den Analysen der großen Datenmengen zugrunde liegen. Es ist ein, würde ich sagen, völlig anderes Denken. Das eine ist, dass es nicht mehr um Erkenntnisse ex post geht aus den Daten, also um Schlüsse zu ziehen, die ein Erkennen des Vergangenen nach sich ziehen, sondern es geht um Vorhersagen in die Zukunft. Und diese Vorhersagen haben natürlich auch eine determinierende Qualität, weil die Zukunft ja noch nicht da ist. Das andere ist natürlich, diese Analysen basieren auch auf scheinbar völlig irrationalen Kombinationen von Sachverhalten, die uns auch einen völlig anderen Blick auf die Welt geben. Also ich für mich bin überzeugt, dass das sehr wohl die wesentlichen Parameter unseres Weltverständnisses mit verändern wird. Unter den Datenschürfern, Data Mining ist ja so ein Fachbegriff, herrscht schon was wie Goldgräberstimmung. Daten sind noch relativ günstig zu verhaben, viele von uns schenken sie freiwillig her. Man braucht also nur die passende Schaufel zu haben. Der Umgang aber mit Daten, der wird entscheidend sein für unsere Gegenwart. Von der Billa-Kundenkarte bis zu den E-Mail-Analysen des NSA wird es entscheidend zu sein, dass wir entscheiden, was kann man mit den Daten machen und was wollen wir mit diesen Daten machen und was wollen wir auf keinen Fall, dass damit gemacht wird. Ich freue mich in diesem Zusammenhang sehr, dass es uns gelungen ist, einen absolut ausgewiesenen Experten, international renommierten Experten, Herrn Professor Viktor Mayer-Schönberger in Graz zu begrüßen, auch noch ganz besonders, das ist immer schön, jemand kommt von Harvard, Oxford, was weiß ich woher, und hat einen biografischen Bezug zu Graz, das ist hier der Fall, er hat sich in Graz habilitiert, ich habe gerade mit Herrn Professor Schilcher gesprochen, er war derjenige, der das vollzogen hat. Es ist leider ihm nicht gelungen, sie in Graz zu halten, das hätte uns schon auch noch gefreut. Vielleicht nicht der Herr Professor Schilcher. Gut. Ja, Sie haben, also gegenwärtig sind Sie Professor an der renommierten Universität von Oxford als Experte für die Rolle von Informationen in vernetzten Gesellschaften im dortigen Internet Institute. Dazwischen sind Gastprofessuren und Professuren an vielen anderen renommierten Universitäten der Ausbildung begonnen, wurde in Salzburg Zwischenschritte, Harvard Law School und London School of Economics. Auch ein Firmengründer, ein mehrfach ausgezeichneter und sehr erfolgreicher, die Icarus Software war ein Bestseller. Und ebenso sind seine Bücher, die er jetzt in letzter Zeit verfasst, oder auch schon längere Zeit, aber die mit dem philosophischen Touch letzten Endes auch, also die über die juristische und politische Fragestellung hinausgeht und eigentlich auch so einen kulturwissenschaftlichen Fokus aufmacht. Diese Bücher sind sehr erfolgreich. Es gibt zum Beispiel eines über die Tugend des Vergessens, weil nämlich Erinnern im Internet auch nur möglich ist durch ein selektives Vergessen. Und wenn wir darauf vergessen, werden wir zwischen Daten, Chaos und Amnesie landen. Und das aktuelle Buch Big Data bereitet uns vor oder führt uns ein in eine der umfassenden Revolutionen. Im Kongenial praktisch zur Seite steht Herr Magister Erich Möchel, ein im klassischen Sinn investigativer Journalist, Aufdecker im Bereich der Überwachung Telekommunikation, ebenso ein Pionier im Bereich des Journalismus im Digitalen. Er war Ressortleiter der legendären Future Zone im ORF, schreibt derzeit für FM4 Homebase und ist aber auch für andere Medien tätig, ORF, Ö1, Falter, Standard und so weiter, internationale Vortragstätigkeit, auch war er ein Lehrbeauftragter an der FH Joanneum. Und für seine Arbeit wurde er 2000 mit dem Europäischen Preis für Online-Journalismus ausgezeichnet. Datenschutz und Bürgerrechte im Informationszeitalter sind doch seine Themenschwerpunkte. Ja. Auf welche Revolution müssen wir uns einstellen? Sie sind am Wort, Herr Professor Mayer-Schönberger. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, hier nach Graz zu kommen und zu Ihnen zu sprechen. Es ist immer eine Freude und eine große Ehre, in Graz zu sein. Und ich bin dieser Ihrer Einladung sehr gerne gefolgt. Ich freue mich auch, lieber Erich, dass ich dich wieder sehe. Vor 20 Jahren oder so haben wir im Ungar und Klein viele Nächte lang gesoffen. Philosophiert hat das geheißen. Genau. Und insofern sind wir schon ein bisschen Dinosaurier des Digitalzeitalters, aber eben immer noch ein bisschen aktiv und beschäftigen uns du bei FM4 und davor bei der Future Zone und ich, wo auch immer, mich mit Fragen der Zukunft. Und das ist natürlich eigentlich immer spannend für die Menschen. Und das ist ein wenig auch das, was Big Data tut, sich mit Fragen der Zukunft auseinanderzusetzen. Lassen Sie mich deshalb ein bisschen eine Einführung in Big Data geben. Wir werden ja dann sicher noch die eine oder andere Gelegenheit haben, über die aktuellen Probleme von Big Data und die Anwendungsmöglichkeiten zu sprechen. Erich hat mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass im Gegensatz zu vielen anderen Locations hier der NSA nicht abhört. Jedenfalls glaubt er das, weil er kein WLAN finden kann. Und was ist Big Data? Nun, beginnen wir mit etwas Einfachem, nämlich der menschlichen Grippe. Die Grippe ist verantwortlich in der Welt für Zehntausende Tote jedes Jahr. Aber im Jahr 2009 wurde ein neuer Grippevirus entdeckt, der H1N1-Virus. Und Gesundheitsexperten in aller Welt fürchteten, dieser neue Virus könnte 10 Millionen von Menschen töten. Es gab keine Impfung gegen dieses Virus. Und das Beste, was die Gesundheitsbehörden tun konnten, war, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Aber dazu musste man zuerst wissen, wo sich genau der Virus befand. In den Vereinigten Staaten haben die Centers for Disease Control, also die Seuchenbehörde, die Aufgabe, von den Allgemeinmedizinern jeden Grippefall gemeldet zu bekommen. Und die fassen das dann zusammen, analysieren das und geben dann entsprechend bekannt, wo sich die Grippe gerade befindet. Das aber kostet Zeit. Und deshalb sind die Ergebnisse der Centers for Disease Control immer ein oder zwei Wochen alt. Und das ist aber eine Ewigkeit, wenn es sich um eine gefährliche Pandemie handelt. Ungefähr zur gleichen Zeit hatten die Ingenieure von Google eine alternative Idee, um die Verbreitung der Grippe vorherzusagen. Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern runtergebrochen auf Regionen, Bundesstaaten, ja auf sogar einzelne Kretzeln innerhalb von Städten. Die Idee war, Google-Suchanfragen zu verwenden. Google bekommt mehr als 3 Milliarden Suchanfragen pro Tag und speichert alle davon. Die Idee war nun, die 50 Millionen verbreitesten Suchanfragen zu nehmen und von wo und wann die gestellt worden sind und zu vergleichen mit den Grippeverbreitungsdaten der letzten 5 Jahre. Die Idee war, die Verbreitung der Grippe nur aus den Suchanfragen ermitteln zu können. Und Google hatte Erfolg. Hier sehen Sie die offiziellen Zahlen der Gesundheitsbehörde und darüber die entsprechenden Vorhersagen von Google. Aber wo die Gesundheitsbehörden wie die Centers for Disease Control ihre Vorhersagen immer mit ein- oder zweiwöchiger Verspätung machten, konnte Google das nahezu in Echtzeit, also täglich tun. Das ist Big Data. Das ist der Kern, eine Kernanwendung von Big Data. Und wenn Sie jetzt an dieses Thema herangehen und sich denken, das hat mit wahnsinnig vielen Datenpunkten zu tun, dann haben Sie nicht Unrecht. Begonnen hat es vor etwa 10, 15 Jahren wirklich stark in den Naturwissenschaften.
Nehmen wir beispielsweise die Astronomie. Das Sloan Digital Sky Survey war ein Teleskop, das im Jahr 2000 in Betrieb gegangen ist. In den ersten paar Wochen seines Betriebes im Jahr 2000 hat es mehr Daten gesammelt als in der gesamten Geschichte der Astronomie zuvor. Und dieses Teleskop hat über die letzten 13 Jahre mehr als 140 Terabyte oder 140.000 Gigabyte oder 140 Millionen Megabyte an Informationen gesammelt. Aber ein Nachfolgeteleskop, hier sehen Sie das Rendering, ein Nachfolgeteleskop, das 2016 in Betrieb gehen wird, das wird diese enorme Datenmenge, 140 Terabyte an Informationen, alle 5 Tage sammeln. Oder denken Sie an die Genetik, an die Biologie. Vor etwas mehr als 10 Jahren, im April 2003, haben wir ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert in der Welt. Das erste menschliche Genom ist komplett sequenziert worden. Das war ein unglaublicher Erfolg. Es hat ein weltweites Konsortium bedurft, das zu erreichen. Es hat ungefähr 1 Milliarde Dollar gekostet und 10 Jahre lang gedauert, um die 3 Milliarden Basispaare eines menschlichen Genoms zu sequenzieren. Heute im Jahr 2013 dauert das Gleiche zu erreichen 2 bis 3 Tage und kostet etwa 2000 Dollar. Wenn wir das jetzt nun zusammenfassen und die große Sicht uns ermöglichen, dann hat sich der Datenberg in der Welt über die letzten Jahrzehnte vervielfacht. 1987 gab es nach Schätzungen, nach den besten Schätzungen, die wir haben, weniger als 3 Milliarden Gigabyte an Daten. Und im Jahr 2007, 20 Jahre später, war das 100 Mal so viel. Und das ist eine beeindruckende Größenordnung, aber mindestens ebenso beeindruckend ist, wie sich das Verhältnis von analog zu digital verändert hat. Dieser zweite weiße Strich hier, der zeigt das Jahr 2000. Im Jahr 2000, Sie können sich vielleicht noch an das Jahr 2000 erinnern, ich jedenfalls schon, im Jahr 2000 waren 75% der Daten in der Welt analog. 25%, ein Viertel digital. Im Jahr 2013 hat sich das Verhältnis nicht nur umgekehrt, sondern heute ist etwa nur 1% der Daten analog und 99% digital. Das heißt, wir haben es mit einer unglaublichen Zunahme zu tun und einer Veränderung der Daten. Und da ist es nur verständlich, wenn ich Big Data als enorme Zunahme der absoluten verfügbaren Datenpunkte verstehe. Aber das wäre meines Erachtens zu kurz gegriffen. Wir argumentieren in unserem Buch, dass Big Data etwas ist, das an 3 zentralen Eigenschaften festgemacht werden kann. Weil diese Eigenschaften nennen wir mehr, unscharf und Korrelationen. Zuerst mehr. Mehr bedeutet, dass wir ein Mehr an Daten relativ zu dem Phänomen, das wir studieren wollen, relativ zur Frage, die wir beantworten wollen, zur Verfügung haben, als es bisher mit randomisierten Samplen möglich war. Das erlaubt uns nicht nur in Details und Untergruppen hineinzufokussieren, sondern das erlaubt uns auch, die Daten sprechen zu lassen. Und das gibt uns Einblicke in die Wirklichkeit, die wir sonst nicht hätten. Wie kann man sich das in etwa vorstellen? Nun erlauben Sie mir hier eine gewisse Analogie zu verwenden. Wenn Sie ein Foto machen, dann müssen Sie auswählen, die Dame hat gerade eines gemacht, wenn Sie ein Foto machen, dann müssen Sie auswählen, auf was Sie scharf stellen. Diese Person, dieses Objekt ist dann scharf, viele Informationen werden aufgenommen. Aber der Hintergrund oder der Vordergrund, der unscharf ist, der verliert an Informationen, die im Bild gespeichert werden. Das heißt, Sie müssen bei der Aufnahme entscheiden,
welche Information, welcher Bereich Ihnen wichtig ist und was Ihnen unwichtig ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssten das nicht. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Foto machen, wo Sie im Nachhinein entscheiden, auf was Sie scharf stellen wollen. Genau das gibt es mittlerweile. Das ist eine Innovation, die die Light Field Camera darstellt, die Lytro, so ist der Markenname. Und ich habe mit der Lytro meinen Sohn aufgenommen. Aber im Vordergrund sehen Sie eine Zahnbürste. Meine Zahnbürste, die ist scharf. Und wenn ich das als konventionelles Foto aufgenommen hätte, dann könnte ich meinen Sohn nicht mehr scharf stellen. Ein Lightfield-Foto erlaubt aber die Scharfstellung beliebiger Bildebenen, weil eben viel mehr, fast alles an Information über einen Bildeindruck gespeichert ist. Und deswegen klicke ich auf meinen Sohn und er wird scharf. Ein wenig ist es auch so bei Big Data. Wenn ich nahezu alle Daten eines Phänomens zur Verfügung habe, kann ich auch im Nachhinein entscheiden, auf welchen Aspekt, welches Detail, auf welche Frage innerhalb der Daten ich eine Antwort haben möchte. Das ist, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, die Daten sprechen zu lassen. Die zweite wesentliche Eigenschaft ist die Unschärfe. Wenn Sie nur wenige Datenpunkte sammeln, dann ist es total wichtig, dass jeder Datenpunkt mit hoher Qualität gesammelt wird. Bei 10 Datenpunkten, wenn Sie 3 schlecht gesammelt haben, dann haben Sie ein Problem. Haben Sie 10 Milliarden Datenpunkte und 1000 sind qualitativ minderwertig, dann ist es ein geringeres Problem. Das heißt aber, dass Sie aufgrund der Menge der verfügbaren Daten ein wenig nachlässiger bei der Qualität sein können. Und das dritte Element ist die Korrelation. Warum oder was hat es damit auf sich? Nun, Korrelationen sind Zusammenhänge, die wir in den Daten feststellen. Die sagen uns im besten Fall, was passiert. Sie sagen uns nicht, warum etwas passiert. Sie geben uns keine Auskunft über Ursachen. Aber schon zu wissen, was passiert, ist oftmals gut genug. Lassen Sie mich hier Ihnen ein Beispiel geben, ein Beispiel aus der Vergangenheit. Es geht um die maschinelle Übersetzung, also die Möglichkeit, mit Computern von einer Sprache in die andere zu übersetzen. In den 1950er Jahren hat das amerikanische Pentagon sehr, sehr viel Geld ausgegeben und sehr viele Programmierer beschäftigt, die maschinelle Übersetzungssoftware entwickeln sollten. Und die Idee war, dass man etwa 200 grammatikalische Regeln und dann einen Haufen von Ausnahmen in den Computer hineinprogrammiert und der kann dann Russisch sprechen und der kann dann auch von Russisch ins Englische übersetzen. 12 Jahre später, 1962, haben die Informatiker ihren Misserfolg einstehen müssen und das Pentagon hat, wie so oft, 1 Milliarde abgeschrieben. Nichts ist passiert bis Ende der 80er Jahre. Da hatte die Firma IBM eine ganz andere Idee, wie man dieses Problem angehen könnte. Die Idee war nicht, dem Computer die Sprache beizubringen, die Regeln beizubringen, abstrakt die Theorie einzuprogrammieren, also dem Computer quasi das Warum mitzugeben, sondern die Idee war, einfach auf das Was abzustellen, also statistische Korrelationen zu ermitteln, welches Wort in einer Sprache am wahrscheinlichsten in welches Wort in die andere Sprache übersetzt wird in der Regel. Und dazu braucht man Daten, um das System zu trainieren, diese statistischen Korrelationen zu ermitteln. Und die Firma IBM hat dazu die Parlamentsprotokolle des kanadischen Parlamentes verwendet, denn die legen in Französisch und Englisch vor, in sehr guter, qualitativ hochwertiger Übersetzung. Und sie hatten 4 Millionen Sätze zur Verfügung und hatten daraus statistische Korrelationen ermittelt und hatten damit einen überraschenden Erfolg. Die Übersetzung war ziemlich gut. Dann hat IBM gesagt, jetzt verbessern wir den Algorithmus und das hat nicht mehr viel gebracht. Dann haben sie das aufgegeben, das Forschungsfeld, auch ein klassisches IBM-Problem. 15 Jahre später hat der Internet-Startup Google gesagt, wir können das besser und haben
das gesamte Internet eingesaugt, um diese statistischen Korrelationen zu ermitteln. Also alle Webseiten der Europäischen Union, die in vielen unterschiedlichen Sprachen vorliegen, die Firmenwebseiten vieler internationaler Unternehmen, die in unterschiedlichen Sprachen vorliegen, die gesamten herunterladbaren Betriebsanleitungen von Videorekordern, oh mein Gott, und anderen Dingen, all das wurde verwendet, um entsprechend Korrelationen zu ermitteln und hier ein System zu schaffen, das nur aus statistischen Häufigkeiten heraus von einer Sprache in die andere übersetzt hat. Und das Ergebnis war überraschend gut. Es heißt heute Google Translate. Viele von Ihnen haben es wahrscheinlich schon verwendet. Es ist kostenfrei. Und ich verwende es, um mir vom Chinesischen ins Deutsche meine Buchrezensionen auf chinesischen Websites übersetzen zu lassen, damit ich weiß, was die Chinesen an meinem Buch hassen. Wenn Sie jetzt glauben, das Big Data Phänomen wäre auf die Internetunternehmen beschränkt, dann stimmt das nicht. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, das sehr viel näher an unserer Lebenswirklichkeit vielleicht liegt. Es geht um Frühgeborene. Frühgeborene haben die große Gefahr, an Infektionen zu erkranken, und diese Infektionen, wenn sie zu spät erkannt werden, können dann nicht mehr ausreichend effektiv bekämpft werden. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, diese Infektionen früh zu erkennen. Aber das ist mit herkömmlichen Mitteln relativ schwierig. Die Frau Dr. Carolyn McGregor am Universitätsspital in Toronto hatte deshalb die Idee, Big Data dafür zu verwenden. Und sie hat digitale Sensoren, die Vitalfunktionen dieser Frühchen messen können, an die Frühchen angebracht. Die messen Herzfrequenz, Blutdruck, das EKG, den Blutsauerstoffgehalt etc. Und zwar in Echtzeit zurück. Damit werden etwa 1200 Datenpunkte pro Frühchen pro Sekunde ermittelt. Und sie macht das über Stunden und Tage und Wochen und über Dutzende von Frühchen. Und dann hat sie nach Mustern Ausschau gehalten in den Daten, die mit einer späteren Infektion korrelieren. Und hat ein Muster gefunden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit dann 24 Stunden später zu einer Infektion führt. Damit gelingt es also, früher die Medikamente zu geben und diesen Frühchen das Leben zu retten. Für die Dr. Carolyn McGregor war es besonders interessant zu sehen, dass einer der besten Prädiktoren für diese Infektion 24 Stunden später nicht war, dass gewisse Vitalfunktionen verrückt gespielt haben, sondern dass mehrere Vitalfunktionen sehr überraschend, sehr stabil geworden sind. Und das ist ein wenig eine Einsicht, die sie hier gewonnen hat, die klassisch für Big Data ist. Sie hat mehr Daten verwendet, die Daten waren durchaus von unterschiedlicher Qualität, weil manche Frühchen auch die Sensoren abgestreift haben etc. Und sie hat am Schluss nur Korrelationen gehabt. Sie wusste nicht, warum die Frühchen eine Infektion bekommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit nur das. Aber das hat den Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit gegeben, hier entgegenzuwirken. Im Kern ist das die Nutzung von Daten. Und wo kommen diese Daten her? Nun, die Daten kommen aus unserer Fähigkeit, immer mehr Aspekte unserer Wirklichkeit in Datenform umsetzen zu können. Wir nennen das die Datafikation, die ist anders und hat eine andere Funktion als die Digitalisierung. Sobald etwas in Datenform umgesetzt wird, kann es verarbeitet werden, wiederverwendet werden, auch für andere Zwecke und auch gespeichert werden. Und damit kann Wert geschöpft werden. Meine Frau und ich haben uns heute unterhalten, wie denn das noch war, so vor 10, 15 Jahren, als man noch kein Navigationssystem im Auto gehabt hat und den Ort nicht wusste. Wir können uns beide noch leidlich daran erinnern, als ich gestresst hinter dem Lenkrad gesessen bin und die Magie meiner Frau erwartet habe,
aus dem Nichts heraus festzustellen, wo wir in einer fremden Stadt sind, um zu sagen zu können, ob wir jetzt nach links oder rechts abbiegen müssen. Wie angenehm ist es denn heute, in dem Orte datafiziert sind und wir unsere Lokation eben entsprechend ermitteln können, weil sich dann zum Beispiel leichter hier nach Graz navigieren lässt. Oder auch Text. Text ist datafiziert und erlaubt uns, Textanalysen durchzuführen, die wir bisher nicht durchführen konnten. Selbst absurde Dinge wie unsere Sitzposition oder viel genauer gesagt, unser Hintern kann datafiziert werden. Forscher in Tokio, denen ist es gelungen, Sensoren in einem Sessel einzubauen. Und wenn man sich hinsetzt, misst der, wie groß der Hintern ist und wie man genau drauf sitzt und so. Und daraus entsteht ein Hinternfingerabdruck, der mindestens genauso gut ist und so individuell ist wie der echte Fingerabdruck. Wozu verwenden die das? Nicht für die Toiletten, sondern für die Autos. Das ist nämlich ein Diebstahlschutz in Autos. Nur wenn Sie sich ins Auto hineinsetzen, erkennt es Ihren Hintern und das Auto startet. Die Datafikation ist aber auch ein Nebenprodukt vieler unserer sozialen Netzplattformen. Facebook datafiziert unsere Freundschaften und das, was wir gern haben. Twitter datafiziert unsere Gedanken und LinkedIn datafiziert unsere professionellen Kontakte. Sobald etwas datafiziert ist, kann es eben entsprechend wiederverwertet, wiederverwendet werden und damit kann wirtschaftlicher Wert geschaffen werden. Damit kommen wir zur Debatte von Wert. Wenn wir auf die traditionelle Datenverarbeitung abzielen, dann ist es so, dass das Sammeln und Analysieren von Daten so zeitaufwendig und kostenintensiv war, dass wir es in der Vergangenheit so gehandhabt haben, dass wir möglichst wenig Daten gesammelt haben, um eine Antwort auf unsere Fragen zu finden. Das heißt, wir haben die Daten nur für einen einzigen Zweck gesammelt, der vorher schon klar war, und wir haben nicht überlegt, wie wir diese Daten weiterverwenden können. Aber genau das verändert sich. Der Kern, der wirtschaftliche Kern von Big Data ist, dass wir die Daten zu unglaublich vielen Zwecken wiederverwenden können und damit sich neue Produkte, Dienstleistungen schaffen lassen oder bestehende verbessern lassen. Also das bedeutet, dass der Wert der Daten sich verändert von dem Zweck, für den sie ursprünglich gesammelt worden sind, hin zu den vielen neuen Zwecken, für die Daten wiederverwendet und eingesetzt werden können. Zwecke, die bei der Sammlung noch gar nicht bekannt waren, denken Sie an Google Flu Trends, also die Vorhersage der Grippe, die war auch noch nicht bekannt, als die Menschen die Suchbegriffe zu Google gesandt haben, die aber wesentlichen Wert schaffen und Einblick gewähren. Es geht also vom ursprünglichen Zweck zu den weiteren Verwendungen. Nun, wie schaut es in der Praxis aus? Lassen Sie mich ein Beispiel geben einer Start-up-Firma in den Vereinigten Staaten, die Firma Faircast. Und was Faircast macht, ist, es sagt Ihnen voraus, wie für an einem bestimmten Tag eine bestimmte Flugverbindung der günstigste Preis erreicht werden kann. Und zwar bei welcher Fluggesellschaft. Und dann sagt es noch mit einer Vorhersage, ob Sie dieses Ticket heute kaufen sollen oder lieber morgen oder übermorgen, weil sich der Ticketpreis verändern wird. Faircast kann das tun, weil es die weit über 100 Milliarden Preiseinzeldaten eines großen Flugreservierungssystems lizenziert hat und daraus entsprechende statistische Vorhersagen machen können, wie sich die Flugpreise für jeden Sitz, für jeden Flug, für jedes Flugzeug in den Vereinigten Staaten übers Jahr hindurch verändern wird. Faircast spart den Nutzerinnen und Nutzern im Schnitt etwa 50 US-Dollar, kostet damit auch den Fluglinien im Schnitt 50 Dollar, glaube ich, und ist damit sehr erfolgreich. Es ist vor allem eine Wiederverwendung von Daten, in dem Fall Flugreservierungsdaten. Oder denken Sie an die Lufthansa. Die hat jahrelang ihre Daten
die sie während des Fluges gesammelt hat über Außentemperatur, Luftdruck etc., nur an den Autopiloten weitergegeben, dass der das Flugzeug zum Ziel führt und dann weggeworfen. Über die letzten Jahre werden diese Daten aufbewahrt und nach der Landung an den Deutschen Wetterdienst weitergegeben. Und das alleine, diese 300 Lufthansa-Flugzeuge, haben die Vorhersagequalität des Wetters, der Wettervorhersage in Deutschland um 7% verbessert. Auch das ist eine Wiederverwendung von Daten. Oder die Firma Inrix, in Seattle, die hat eine ganz nette Applikation, die auf den Smartphones läuft, Android und Apple, und die ihnen hilft, von A nach B zu kommen. Und zwar so, dass es möglichst schnell ist und dass man Staus umfährt. Nicht nur der Otto hatte heute einen Stau, sondern wir auch, lieber Otto, wie wir nach Graz gekommen sind auf der Autobahn. Und da hätte ich mir gewünscht, unser Navi würde noch frühzeitiger wissen, dass da ein Stau ist. Denn sehr oft funktioniert es beim Stau so, dass das Navi sagt, aufgrund der aktuellen Verkehrssituation wurde Ihre Route geändert und Sie stehen schon im Stau. Warum? Weil das Navi sich auf Informationen bezieht, die über das Radio ermittelt werden. Viel besser wäre es, wenn man die Informationen in Echtzeit bekommen würde, wo man sich gerade befindet. Genau das macht Inrix mit solchen Karten auch, die sie generiert und die zeigen, wie viel oder wie wenig Verkehr auf den unterschiedlichen Straßen ist. Wie kann das Inrix denn machen? 100 Millionen Kunden, Nutzerinnen und Nutzer in der ganzen Welt, und jeder Nutzer ist auch ein Sensor. Das heißt, in dem Maße, in dem Sie fahren, melden Sie an Inrix ständig zurück, wo Sie sind, wie schnell Sie fahren. Und daraus kann Inrix schließen, ob Sie langsam, schnell sich fortbewegen, basierend auf der Straße, auf der Sie sich befinden, ob Sie in einem Stau sind, ob viel Verkehr ist oder wenig Verkehr. Aber Inrix hat dann gesagt, diese Daten, die wir haben, die haben vielleicht noch mehr Wert. Und sie haben überlegt, wie sie die Daten wiederverwenden könnten. Und da sind sie draufgekommen, dass der Verkehr am Wochenende um ein Einkaufszentrum herum korreliert mit den Umsätzen der Geschäfte im Einkaufszentrum. Und haben mit einem Hedgefonds zusammengearbeitet und dann immer vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen die entsprechenden Aktien gekauft oder verkauft. Auch das ist eine Wiederverwendung von Daten. Wenn wir uns diese Wiederverwendungen anschauen, dann gibt es eben viele dieser Wiederverwendungen. Wenn Sie an die Autos denken, dann versucht Inrix diese Daten für seinen eigenen Zweck wiederzuverwenden. Man könnte es aber auch für einen gesellschaftlichen Zweck wiederverwenden. Zum Beispiel, um festzustellen, in welchen Regionen die Wirtschaft wächst oder schrumpft. Auch das kann Inrix mittlerweile tun, jedenfalls behaupten sie es. Und dann kann man sich vorstellen, dass sich der Staat auch vielleicht interessieren könnte für diese Daten. Wo fahren denn jetzt die Menschen gerade hin? Wie schnell fahren denn die Menschen gerade? Bei welche Geschwindigkeitsbeschränkung übertreten Sie denn besonders gerne? Denn dann stellen wir dort die Radaranlage auf, denn die verdient dort das beste Geld. Sie beginnen, glaube ich, jetzt schon zu sehen, in welche Richtung ich das jetzt weiter treiben will. Ich will gerne ein wenig über die Schattenseiten von Big Data sprechen. Denn diese Schattenseiten gibt es. Und über die müssen wir uns klar werden, bevor wir und während wir Big Data anwenden, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir die Kontrolle über diese Big Data-Anwendungen verlieren. Nun, das erste große Problem, das kennen Sie und das können Sie auch nachfühlen, das ist das Problem des Datenschutzes. Also die Problematik, dass wir uns mit Big Data in eine Überwachungsgesellschaft begeben, in der immer mehr Aspekte unseres Seins aufgezeichnet werden und andere, der Staat zum Beispiel, darüber Bescheid wissen. Das ist richtig und darüber können wir auch gut diskutieren, aber das ist, auch wenn es in den letzten Monaten sehr herausgestrichen worden ist,
nicht die einzige Schattenseite. Ja, es gibt eine weitere Schattenseite und eine Schattenseite, die mir noch mehr schlaflose Nächte bereitet. Diese Schattenseite ist jene, dass Algorithmen mit den entsprechenden Daten menschliches Verhalten vorhersagen könnten und daraus abgeleitet auch individuelle Verantwortung den Menschen zumessen könnte. Also im Wesentlichen vorhersagen könnte, nicht was wir getan haben, sondern was wir tun werden, und uns dafür zu bestrafen, was wir in Zukunft tun werden, nicht was wir in der Vergangenheit schon getan haben. Wenn Sie jetzt an den Hollywood-Film Minority Report denken, dann ist es genau die Richtung, in die es geht. Wir sind noch nicht ganz dort, aber es gibt schon eine ganze Reihe von Anwendungen im Big Data-Bereich, die in diese Richtung abzielt. Zum Beispiel verwenden mehr als 30 der 50 amerikanischen Bundesstaaten eine Big Data-Analyse bei der Frage, ob jemand auf Bewährung freigelassen wird oder nicht. Und diese Big Data-Analyse ermittelt oder sagt voraus die Wahrscheinlichkeit, in der jemand in den nächsten 12 Monaten in einen Mordfall verwickelt sein wird. Und die wird eben verwendet, um zu entscheiden, ob jemand aus der Haft freikommt oder noch in Haft bleibt. Der oder die Betroffene, unabhängig davon, ob das jetzt ein auf Bewährung freigehen ist oder nicht, der oder die Betroffene, die im Gefängnis bleibt, weil der Big Data Algorithmus etwas Bestimmtes vorhergesagt hat, der oder diejenige wird es mit Sicherheit als Strafe empfinden. Aber das geht ja über diese Anwendung in der Strafverfolgung und im Geheimdienstbereich, worüber wir noch reden werden, weit hinaus. Denken Sie beispielsweise an Versicherungen. Wir alle, viele von uns haben ein Auto und haben deshalb eine Kfz-Versicherung. Abgesehen vom Bonus-Malus, der sich auf vergangenes Verhalten bezieht, werden wir von der Versicherung in der Regel gleich behandelt. In Amerika ist das nicht mehr der Fall. Dort werden Vorzugsschüler besser behandelt. Vorzugsschüler bekommen eine geringere Versicherungsprämie vorgeschrieben als Nicht-Vorzugsschüler, weil Big Data-Korrelation festgestellt hat, dass Vorzugsschüler weniger oft in Unfälle verwickelt sind. Und deswegen müssen sie auch weniger zahlen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn hier unterschiedliche Versicherungsprämien geschaffen werden? Nicht für vergangenes Verhalten, sondern für nur vorhergesagtes zukünftiges Verhalten. Denken wir das noch einen Schritt weiter in die Gesundheitsvorsorge hinein. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gendefekt. Und der Gendefekt würde bedeuten, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Sie mit 60 oder darüber an Diabetes erkranken. Dann könnte es doch sein, dass die Versicherung entsprechend mehr verlangt. Ja, mehr noch, jetzt versuchen wir es noch einmal ein bisschen schlimmer zu machen, dann könnte doch die Gesellschaft auf Sie Druck ausüben, dass Sie vielleicht schon mit 30 und 40 und 50 etwas weniger oft Süßes essen, weil das vielleicht den Beginn der Diabeteserkrankung hinausschieben könnte. Das heißt, wir könnten in einer Gesellschaft leben, in der Risikopools, das sind Versicherungen, sich auflösen, in denen Risiko individuell errechnet und zugemessen wird und gleichzeitig ein Sozial- und Gesellschaftsdruck entsteht, sich wohl und konform zu verhalten. Das wäre am Ende dann auch Strafe ohne Beweis. Mehr noch, wenn jemand so bestraft werden würde, ohne noch zukünftiges Verhalten gesetzt zu haben, könnte diese Person auch gar nie ihre Unschuld beweisen. Denn die Strafe folgt ja, bevor das Verhalten gesetzt wird. Das Problem hier ist freilich nicht Big Data, sondern wie wir Big Data-Ergebnisse interpretieren. Ich habe Ihnen schon erzählt,
dass Big Data uns nur in der Regel Korrelationen bieten kann, Zusammenhänge, aber nicht das Warum. In dem Moment, in dem wir an vorhergesagtes Verhalten Konsequenzen wie Schuld oder Strafe anknüpfen, missbrauchen wir Korrelationen für Kausalzusammenhänge, für Ursachen. Und das wäre ein klassischer, dramatischer Missbrauch von Datenergebnissen. Leider wird es zu diesem Missbrauch in der Zukunft immer verstärkt kommen. Warum? Weil wir Menschen konditioniert sind, die Welt als Sequenz von Ursachen und Wirkungen zu verstehen. Wenn ich in einem Restaurant am Abend esse und am nächsten Tag einen verdorbenen Magen habe, dann denke ich mir, es war das Essen. Obwohl es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich mir den gastroenteritischen Virus geholt habe, weil ich dem Erich Möchel die Hand geschüttelt habe. Aber mein Gehirn versucht, die Wirkung mit einer Ursache zu verbinden. Das heißt, wir Menschen versuchen, unsere Welt durch Ursachen, durch das Erkennen von Ursachen zu verstehen und zu erklären. Und deswegen laufen wir auch ständig und stets Gefahr, Big Data Korrelationen für kausale Zwecke zu missbrauchen. So was können wir tun. Nun, lassen Sie mich ein paar Hinweise auf mögliche Kontrollmöglichkeiten bieten. Die erste ist, dass wir den Mechanismus verändern müssen, mit dem wir unsere Privatsphäre und unsere Daten schützen. Bisher war das so, dass wir immer den Betroffenen oder die Betroffene gefragt haben bei der Sammlung der Daten, ob sie dem zustimmen. Das war die informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf Datenschutz. Das klang gut in der Theorie, aber in der Praxis hat es dazu geführt, dass sie eine 20-seitige Datenschutzerklärung angezeigt bekommen haben und am Ende auf OK gedrückt haben. Das ist kein effektiver Mechanismus des Datenschutzes. Nein, wir müssen den Fokus von der Sammlung der Daten hin zur Verwendung der Daten verändern. Und wir müssen die Verwender von Daten, insbesondere jene, die daraus großen wirtschaftlichen Nutzen ziehen, stärker in die Verantwortung ziehen. Das heißt, es muss eine größere Verantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer der Daten geben. Was die menschliche Handlungsfreiheit, den Schutz des menschlichen Willens betrifft, so müssen wir unsere Definition von Gerechtigkeit in unserem Rechtsstaat an dieses Big Data Zeitalter anpassen und menschliche Handlungsfreiheit nun auch grundrechtlich viel stärker bewähren, als wir das bisher tun. Und wir brauchen Hilfe, denn wir alleine als Betroffene können, selbst wenn wir Zugang zur Blackbox der Big Data Analyse hätten, nie verstehen, wie ein komplexer Algorithmus aus Tausenden von einzelnen Datenpunkten, die sich auf uns beziehen, nun eine Vorhersage abstellt. Wir brauchen also Experten, die uns helfen, Fürsprecher, Ombudsleute, die uns helfen, im Buch nennen wir sie die Algorithmiker. Neben diesem Schutz des Individuums brauchen wir aber noch mehr. Denn die Gefahr besteht, dass viele der Daten und Datenströme von wenigen gehortet werden und es zu Oligopolen oder Monopolen von Datensammlungen kommt. Wir müssen hier sicherstellen, dass diese Monopolstrukturen aufgebrochen werden und dass wir diese Datenbarone unserer Zeit wieder unter Kontrolle bringen. Ich habe Ihnen ein paar Schattenseiten erzählt und ein paar Möglichkeiten, wie wir da zum Teil jedenfalls wieder die Kontrolle bekommen könnten. Es gibt aber noch eine letzte Schattenseite, die nicht spezifisch für Big Data ist, aber im Zeitalter von Big Data eine besondere Wichtigkeit und Dramatik bekommt. Das ist eine Verallgemeinerung des Problems von Minority Report. Wir nennen sie die Diktatur der Daten, also der Gefahr, dass wir den Daten mehr Bedeutung zumessen, als ihnen eigentlich zukommt. Dass wir einen Datenfetisch entwickeln. Ein Beispiel dafür aus der Vergangenheit, aus der Small Data Vergangenheit, ist der frühere amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara.
Der Robert McNamara hat während des Vietnamkrieges die Prämisse ausgegeben oder die Losung ausgegeben, dass der Vietnamkrieg gut läuft, wenn an einem Tag möglichst viele Vietcong-Kämpfer umgebracht worden sind. Es gab die Zahl des Body Counts, also des Zählens der Toten, der leblosen Körper der Feinde. Und das war sein zentraler Mechanismus, über Erfolg oder Misserfolg des Vietnamkrieges zu urteilen. Das hat dazu geführt, weil das alle gewusst haben, dass bis zum einzelnen Soldaten hinunter alle leblose Vietcong-Kämpfer gesehen haben, wo keine waren. Und das hat nicht nur dazu geführt, dass dann der Robert McNamara keine klare Sicht mehr auf das Problem gehabt hat, sondern auch, dass er im Wahn verhaftet war, ein Geschehnis wie den Vietnamkrieg auf eine einzelne Zahl reduzieren zu können, obwohl die Situation viel, viel komplexer ist. Auch dieses Problem wird sich in viel stärkerer Weise im Zeitalter von Big Data für uns stellen. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Big Data wird uns helfen, die Welt besser zu verstehen. Es wird uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, welche medizinischen Behandlungen funktionieren, wie wir besser lernen können und wie sich unsere Autos besser selber fahren. Aber es kommt als mächtiges Werkzeug mit enormen, problematischen, schwierigen Schattenseiten. Und was wir hier machen müssen, ist, die Kontrolle zu bewahren, die Meister dieses mächtigen Werkzeuges zu bleiben. Und das erfordert zum einen Demut. Denn genauso wichtig wie es ist, die Rolle von Daten und der Big Data Analyse und ihre Funktion zu verstehen, genauso wichtig ist es auch, einen Platz, einen Raum für uns Menschen zu bewahren und zu schaffen. Für das, was menschlich ist, die Originalität, die Kreativität, die Innovationskraft, die Irrationalität, uns gegen das zu entscheiden, was die Big Data Analyse vorgibt. Denn am Ende sind die Daten ja nichts anderes als ein Schatten der Wirklichkeit und damit immer unvollständig, immer mit Fehlern behaftet. Und so müssen wir, und das ist eine ganz wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft, so müssen wir, indem wir in dieses Big Data Zeitalter hineinschreiten, das mit einem ordentlichen Maß an Demut tun und einem besonders großen Maß an Menschlichkeit. Vielen Dank.